Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Das ist mir schon irgendwann klar geworden. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ach so, weil ich dachte, es kommt, weil er keinen Platz zum Trainieren hat. Ja, gut. Ist mir was Neues. So, haben wir den Raum? Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Mana? Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Du kannst gleich wieder gehen, ciao. Euer Schlafsaal ist zu klein. 2, 1, haben wir irgendwo einen? Ein Zauberer hat euren Dungeon verlassen. Ja, das ist beabsichtigt gewesen, dann gehen wir auf den Sack. So. Für die Dinger müssen wir dringend zerstören. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit euch als ihrem Herrn. Das will ich schon schwer hoffen, sonst gibt's aufs Maul. Ihr habt noch 20 Minuten Zeit. Oh, was ist denn hier passiert? Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Warte mal. Jungs, ihr müsst doch nochmal rein. Also da ist kein, gibt's kein Flehen und kein Betteln. Da gibt's bloß was mit der Schelle. Rein da! Eure Geschöpfe wurden geheilt. Oh, den wollte ich gar nicht. Egal. Dann machen wir hier mal die Wand kaputt. Wollten wir schon mal lange mal probieren. Das Erdbeben hier. Ja. So, damit können wir eigentlich... Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Was ist mit dem Raum hier? Oh, der ist gleich down. Gut. Hinten haben wir down. Jetzt haben wir bloß noch... Also von links, rechts können sie nicht mehr kommen. Ist alles ein Macher. Das gleiche hier. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Gold. Oh, 117.000 Gold haben wir schon. Was macht man hier rein? Das ist die Frage. Ach komm, wir machen hier noch einen kleinen Trainingsraum hin. Da werden sich aber die Geschöpfe freuen. Boah, Level 5 ist ja schon. Aber hier passiert nichts, ne? Es dauert ewig. Die tun das alles ausbessern. Das dauert so lange. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Jupp. Das war das Ziel. Die Zeit läuft aus. Ihr müsst bald zuschlagen. Ja, entspann dich. Ich bin doch gerade auf dem Weg. Ich will die nicht alle racen, weil das sind Level 4, 5. Ich weiß nicht, ob wir direkt durch die Mitte gehen sollten. Einfach durch und gib ihm oder... Ob wir die locken sollten mit Kanonen und ihr sowas. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Wir sollten erstmal bauen lassen. Aber dass wir keinen Einbrecher bis jetzt haben, das ist ein bisschen dreist. Die vergewaltigen hier sich selber. Das ist natürlich auch möglich. So, wie viele Skelette haben wir? 12 Stück, das ist nicht viel. Und es ist sehr viel abhanden gekommen, weil uns so eben zu schwer beschäftigt waren. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So, ja, zweimal Level Up haben wir jetzt. So, hier brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Also das können wir erstmal lassen. Das ist, kostet nämlich uns einen Haufen Minions. Also Minions, so wie auf Minions, Imps mir nicht. So. Okay. Es ist Zahltag. Wir müssen jetzt hier langsam in die Puschen kommen. Was wir natürlich noch machen ist, zur Sicherheit, falls wir es doch durchschaffen, dass wir hinten was zur Verteidigung haben. Und dass unser Dungeon natürlich beschützt ist. Zack, zack. Vergesst nicht euren Auftrag, Keeper. Ja, ihr braucht den Juwel. Ja, ich bin und schon dabei. Der liegt nicht bei den sylvanischen Elfen herum, sondern in Asmodius Dungeon Herz. Das ist euer Ziel. Ja. Wenn andere Gegner euch ablenken wollen, konzentriert euch auf diese Aufgabe. Oh, der Arme. Das sind echt zu viele sylvanische Elben hier, ne? Die Skelette sind halt noch nie alle voll gelevelt, also. So, Zwerge werden erstmal gegrillt. Und du auch. Ciao. Die auch. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Euer Schlafsaal ist zu klein. Das ist mir schon klar. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut.
Wir werden jetzt nacheinander erstmal uns hier reinlocken und dann werden wir sie knacken. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Aber hier müsste mal was passieren, oder? Warte mal, wir können das jetzt beschleunigen, indem wir zack, zack. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Ja. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Die wollen schlafen? Eine Wächterfalle. Ist der Schlafsaal zu klein? Werkstatt gebaut. Ist der wirklich. Echt jetzt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir nur Platz für einen Schlafsaal? Dann machen wir hier die Kampfarena raus und machen hier noch einen Schlafsaal hin. Weil da ist gerade ein Troll gewesen, der rumgemeckert hat. Ich hab nichts geschlafen, Manu. So, die werden erstmal bepflastert hier. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Naja, die werden natürlich jetzt nacheinander, aber wir können bauen, was die nicht können. Es müsste nur ein bisschen was passieren. Oh, die Porten! Was haben wir denn hier drin? Achso, die Dinger. Wir brauchen keine. Ein Troll ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. So, die ist auch down. Sehr gut. Ah, nimm doch Gestalt an. Oh, von wo kriegt denn der? Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Jo, den verkaufen wir gleich. So, wie viele Kanonen haben sie zerlegt? Na, so viele sind es ja gar nicht. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Skelette kommen gut danach, finde ich gut. So. Wir werden uns mal hier wieder reinpirschen. Eine verstärkte Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wo wollen die denn hin? Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Dass unsere Imps hier nicht dazwischen gehen, versuchen wir die einzunehmen und gleich zu verkaufen. Ist das eine Idee? Das ist eine Idee. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, sie war nicht. Also, die haben jetzt. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Eine verstärkte Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Troll hat euren Dungeon verlassen. Oh, warum das? Weil er nicht zu schlafen gefunden hat? Will die da alleine hier? Eine Wächterfalle wurde in einer Werkstatt gebaut. Ihr habt eine gegnerische Brücke erhalten. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Na, jetzt geht's ab hier. So, warte mal, die verkaufen wir hier. Warte, da. Dass sie gar nicht auf die dumme Idee kommen, das versuchen da einzunehmen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, die hält aber was ab hier, ne, die gute. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Und so Ims hier, übelst am Rocken. Also wenn sie kommen, dann sollen sie. Ich weiß halt nicht, was sie, wenn die Zeit abläuft. Das habe ich schon nicht. Wie viel Zeit hat mir? 36 Minuten?
Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Komm, wir können ein paar Skelette opfern hier. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. So. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Läuft doch. Eine schwarze Elfe wurde, also wenn hier jemand durch will, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Echt nicht? Hier ist doch Schlafplatz. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, das Gold gilt alle. Oh, wir müssen wieder abbauen. Wo waren die denn? Scheiße. Ach, hier. Zack. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Wo war das andere? Da. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit. Ja. Was haben die denn für Geschöpfe hier? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als so, wir wollten hier wieder verkaufen, auferstanden. Ne? Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wollen wir den Durchmarsch probieren? Ja. Warum kann ich ihn? Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Hallo? Danke. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Alles klar, ne? Dann würde ich mal sagen, auf damit. Erdbeben dazu. Attacke, Jungs! Es ist Party! Party angesagt! Jetzt wird nicht gespielt, wird gekämpft. Achso, die müssen wir ein bisschen mal hier helfen, oder? Ein bisschen langsam, die Guten. Ach, die ist schon da gewesen. Halleluja. Oh, hier verwundet. Oh, da kommen noch mehr raus. Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Oh, die schaffen das. Oh, die leveln alle schön, das finde ich cool. Wo kommen die denn jetzt her? Umfang. Was? Du bist das Hacker-Mensch hier. Eure Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Hier von der anderen Seite? Tatsache. Ihr habt einen gegnerischen Bach. Hier ist was los! Hier ist Party! Die Skelette werden jetzt minimiert, ne? Ja. Eigentlich müssten wir hier durch. Verlieren viele, viele Monster. Ihr habt nicht genug Mana, um alle Fallen mit Leckern zu versorgen. Das habe ich schon mitgekriegt. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammen. Die kann ich nicht fallen lassen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Es ist Zahltag. Euer Wachraum wird angegriffen. Das ist zumindest die erste. Was? Wir sind auf jeden Fall beschäftigt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Gegner erobert eure Brücke. Ja, ja, soll er ruhig. Wir werden uns alle Geschöpfe, die wir noch haben, erstmal zurückziehen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Oh, wir haben auch viele.
Ich darf hier nicht durchkommen. Ein Geschöpf verhungert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit abfällt. Ob die dann alle den Osmultius angreifen? Oh je. Das könnte durchaus in die Hose gehen jetzt gleich. Wir hätten die Tür nicht einbrechen dürfen, ne? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Der neue Teppich in eurem Schlafsaal ist fertig verlegt, Chef. Was? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wir haben halt keine Imps mehr, ne? Die sind alle getötet worden. Aber die Skelette rasieren hier gerade ein bisschen durch. Nur ein bisschen. Wir brauchen Imps. Die werden jetzt alle hier geschlachtet. Wie sieht es hier drüben aus? Da sind zwar welche drin, aber denen passiert nicht viel. Bis jetzt. So, ruht euch das mal aus, meine Lieben. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Achso, ihr könnt ja nicht. Ihr habt noch 4 Minuten Zeit. Wir brauchen mehr Gefangene jetzt. Ich frage mich, was jetzt passiert, wenn wir jetzt hier nicht das gleich schaffen. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Also die Osmar, die Elben sind zwar bei ihm drinne, aber sind noch schwer angeschlagen. Wir könnten es mal probieren, mit hinterher zu gehen und ihnen den Rest zu geben. Weil hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr drin. Versuchen wir es, oder? Ihr habt noch 3 Minuten Zeit. Am Ende machen wir hier umsonst Panik und dann passiert gar nichts, weil wir ja eigentlich die gesamte Armee von ihnen ausgeschaltet haben, ne? Wir haben einen Haufen Zauberer verloren und einen Haufen Skelette dazu auch noch. Wir müssen die hier aufhalten. Was wir noch machen können nebenbei. Eure Brücke wird angegriffen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Der Gegner erobert eure Brücke. Der Spindfu. Euer Wachraum wird angegriffen. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Ja, eigentlich könnt man rein, ne, in die Bude. Der Gegner erobert eure Brücke. Schaffen wir das noch in 1 Minute 39 bestimmt. Guck mal. Nacke? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Eure Brücke wird angegriffen. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. So, das Skelett ist drinne. Können wir die wegmachen? Noch 1 Minute Zeit. Weil das Skelett ist drinne. Und die kämpfen ja sowieso bis zum Ende. Bis sie sich selbst. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum.
Oh ne, eine Gasfalle, oh shit. Ja, ihr kommt da nie hinterher. Bläh. Schaffen wir das noch? Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Ja. 24 Ein Sekunden. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Warum stehen die alle da drin rum? Raus mit euch! Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Wie viel haben wir denn? 12? Wachraum. No. Ja, ja. Ich will euch jetzt, was passiert, wenn wir den jetzt hier nicht gleich klappt machen. Verlieren wir die Mission an? 1. Nö, passiert gar nichts. Oh, Skelett down. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Könnt ihr jetzt mal das Ding platt machen? Oh, noch ein Skelett. Shit. Der Goblin ist ganz schön kräftig. Kommt ihr jetzt was von oben? Nö, ihr kommt nicht rein, ne? Unsere Skelette hauen zwar wieder ab. Das Herz ist an. Ne, mach doch mal jetzt hier, was ist denn los? Wir haben auch keine Imps, ne? Die so richtig hier gegen. Na doch. Kann ich mal frech sein? Ihr habt den gegnerischen Keeper besiegt. Jetzt. Geschafft. Das waren ganz schön viele Gegner, oder? Und es war ein richtig geiles Acker-Match in der Mitte. Halleluja. Halleluja, also Halleluja. So, Horny, bediene dich an den Portaljuwelen. Ja, schön. Mal sehen, was es noch dazu gibt. Auslöserfallen könnt ihr wunderbare Kettenreaktionen auslösen. Mit der Indie-Falle könnt ihr die lästigen Guten ziemlich platt machen. Stahltüren widerstehen auch stärksten Schlägen. Was noch? Das war's. Bin ja mal gespannt, wie das neue kleine Mini-Video ist. Hühnerfarm. Das kennen wir doch schon. Asmodeus glaubte, er sei in Sicherheit. Und die silvanischen Elfen dachten, sie hätten ihn in der Falle. Keine der beiden Parteien hatte auch nur die leiseste Ahnung, was sie von unserer Seite erwartete. Nun besitzt ihr 3 Teile des Horny-Talismans. Ich brauche euch wohl nicht daran zu erinnern, dass ihr mit diesem Emblem den Horny in einem Notfall herbeirufen könnt. Können wir? Können wir? Schön! Ja! Leider wieder nur 7 von 9 Spezialobjekten gefunden. Spaß. Nein! Wir haben es geschafft! Also es war ein echtes Ackermatch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, die silvanischen Elfen, wa? Und den Dungeon. Spaß. Es hat Spaß gemacht. Es hat definitiv sehr viel Spaß gemacht, diese Mission. Besonders, weil es so schön aufs Maul gab. Ja, bin gespannt. Nemesis ist gesehen worden. Er hat die rechte Hand des Königs herausgefordert, Fürst Reinherz. Sollte er ihn wirklich besiegen, könnte er für uns zu einem ernsten Hindernis werden. Noch wichtiger aber ist im Moment, dass die Burg schimmerlich gegnerische Keeper anzuziehen scheint wie ein Magnet. Oh, für die nächste Mission haben wir 3 Missionen zur Auswahl. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ihr seid die Besten, ich bin der Mike. Bis zur nächsten Folge Dungeon Keeper 2. Haut rein.